Da läuft es wieder ein bisschen durch inzwischen. Warte mal, was hältst du von der Sache, dass zum Beispiel wie bei Schumacher direkt RIP-Schumacher-Seiten eingerichtet wurden? Wie gesagt, habe ich vor ein paar Folgen schon mal... Vor ein paar Folgen ist gut. Letzte Folge war das, glaube ich, weil die Aufnahme wird ja dauernd unterbrochen. Da ist eine Kuh auch im Baum. Zwei Kühe in den Bäumen. Irgendwas läuft hier schief. So. Die trampeln mir alles kaputt. Die Kackviecher. Unfucking fassbar. So, auf jeden Fall, dann habe ich überlegt, so Bad und sowas, ob ich das jetzt hier hinten dran schrauben soll. Finde ich aber blöd, wenn man eine ganze Wohnung durchlaufen muss. Deswegen überlege ich gerade, ob wir das nicht einfach hier an der Seite dran bauen. Was, glaube ich, die bessere Alternative ist, wenn wir diesen Raum hier vielleicht nochmal umwuppen. Es muss ja nicht gleich der Empfangsraum sein. Dann haben wir hier noch ein schniekes Eckchen sozusagen. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, da geht es so. Dann würde ich nämlich fast sagen... Da haben wir ja gleich Fenster, das heißt, das ist ein bisschen doof natürlich. Das ist jetzt ein bisschen doof. Vielleicht mache ich die Empfangshalle einfach ein bisschen größer. Oder unterteile die anders. Wobei wir jetzt natürlich dieses kunstvolle, prächtige Gewerk dort oben haben. Aber vielleicht mache ich das echt ein bisschen anders und dann mache ich die Unterteilung auch anders. Da muss ich mal gucken, wie ich das mit El Treppo Grande mache. So, und ich habe gehört, ich werde gerade daran erinnert, dass ich nach der Reise einen Minecraft-LPT mit Herrn Rahmschnitzel mache. Wurde ich gerade nochmal daran erinnert. Lieber Rami, viele Grüße an dieser Stelle, es wäre mir eine Ehre und Freude gleichermaßen. Und dafür muss ich nicht mal lügen. So, ich wollte eigentlich Eimer holen. Ich will gerade mehrere Sachen auf einmal machen, deswegen mache ich effektiv wieder gar nichts, sondern eiere nur rum und will alles auf einmal an... Alter, geh mal weg. Will alles auf einmal anfangen. Eimer. Hihi, alles auf einmal anfangen. So. Mit dem Eimer geht's zum Tümpel. So, eigentlich, ich dachte gerade, schmiert er wieder ab. Hier unten ist natürlich auch sehr... Was ist denn... Ich... Ja, also auf jeden Fall mit dem Eimer geht's jetzt wieder nach oben. Und die Su-LP fragt gerade, ob ich noch über ein zweites Starbound nachdenke. So vielleicht, wo ich ein bisschen wie Minecraft, wo ich dann quasi über Themen quatsche, pipapo. Das mache ich ja. Oh, hier muss ich mal gucken, wie ich das gewitzterweise mache. Erde habe ich natürlich nicht mehr dabei. Fichtenholz, Bretter sollte ich vielleicht nicht nehmen. Nehme ich mal einfach, pass auf, die können wir später wieder wegmachen. Ich muss die erstmal so hinlegen, damit das Wasser sich ja schön verteilt, weste. So. Das können wir später gerne von oben durchlullen lassen. Jetzt mache ich es erstmal nur von der Hälfte der Strecke und oben können wir dann mal gucken. Das war ja jetzt nicht so schlau von mir. Mache ich mal wieder drüben aus Solidarität, mache ich mal alles mit Holz dicht. So, da schwappt es wieder über und dann haben wir hier quasi so eine Art Mini-Bewässerung. Ursprünglich schwebte mir vor, dass es aussehen soll wie Wasserfälle, aber naja, bei Minecraft Wasserfälle darzustellen, da braucht es schon große Berge. Oh. Ach, du armes Kätzchen. Oh. Gut, dass Katzen ja geheime Kiemen haben, unsichtbar machen können. Das wissen viele Katzenbesitzer, wissen das auch nicht. Oder viele Leute, die mit Katzen zu tun haben, auch diese Katze. Wenn sie mit Kiemen atmet, dann blinkt sie rot. Siehst du? Sie atmet mit Kiemen und gleich macht sie sich unsichtbar. Pass auf. Unsichtbarkeitsmodus aktivieren. Ja, Katzen sind sehr vielfältig in ihrer Art und Weise. Und nur wenig ist bekannt über diese kleinen, pelzigen Kreaturen. Denn man kennt es ja, wenn man Katzen zum Beispiel rauslässt, tagsüber aus der eigenen Wohnung, dann ist es ja so, dass die Katzen quasi verschwinden. Aber in Wahrheit werden die natürlich unsichtbar und tummeln sich vielleicht in Tümpeln umher, wo sie ihre Kiemen einsetzen. Das ist natürlich ganz katzentypisches Verhalten. So. So, und auch hier ein bisschen Wasser rein. Das soll ja eigentlich nur ein bisschen bewässern hier. Mehr soll es ja nicht machen. Eigentlich hatte ich überlegt, ob ich das nicht noch ein bisschen tiefer setze. Aber da unten kommt ja dann das andere Becken. Peter Nerlich fragt, wie gut konntest du jetzt noch programmieren oder kannst du jetzt noch programmieren? Nach 2 Jahren Pause ist das eine berechtigte Frage. Man muss reinkommen, aber es ist ähnlich wie Fahrradfahren, nur man braucht erstmal wieder ein bisschen länger, um warm zu laufen und man muss ein bisschen mehr googeln wieder. So.
Da kann ich die einmal ja... Hast du ein Lieblings-Pokémon? Was ist denn nur mit den Pokémon heute? Ich kenne mich da leider überhaupt nicht aus. Da muss ich diese Ehre muss ich leider einem DK überlassen. Der ist da Chef. Und diesen Posten werde ich ihm mit Sicherheit niemals in diesem Leben streitig machen. Und wahrscheinlich in allen nächsten auch nicht. So. Ja, dann sind wir ja hier fertig. Na gut, ich könnte mit der Hacke jetzt natürlich noch ein bisschen hier reinsemmeln. So ein Indoor-Feld, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so die gute Idee ist. Wenn nicht, mache ich da einen Parkplatz draus. So, das sollte aber eigentlich soweit funktionieren. Ah, super. Alter, Hacke. Wäre ich manchmal gerne, wenn mir sowas passiert, du. Okay, bauen wir uns noch eine kleine Hacke. So. Musste ich gerade mal kurz überlegen. Aber zum Glück bin ich ja Profi. Da passiert sowas nicht. Also überlegen. So, ich bin nicht sonderlich... Also ich fand das Indoor-Feld eine super Idee, aber ich glaube, das habe ich mir wieder anders vorgestellt. Vielleicht hätte ich es wieder größer machen sollen, aber davon sehe ich jetzt einfach mal ab, weil wir einfach sonst immer so Riesenprojekte haben. So. Können wir mal zumindest gucken, wie es aussieht. Jetzt haben wir hier eben den Kappes. Alter, du bleibst draußen. Draußen, Emma. Streckt sie mir den Arsch entgegen und hält den Kopf in die Wand. Meinst du, das hilft dir jetzt? Sag mal, hast du gerade nicht gesehen, was ich mit deiner Mutter gemacht habe? Draußen. Das Konzept von draußen üben wir nochmal, ne? So ist gut. Okay, pass auf. Ein bisschen Indoor-Weizen. So, wir wollen ja auch weizsichtig sein. Wir wollen da weizsichtig vorgehen. Deswegen hier ein bisschen Indoor-Weizen. Fleisch im Inventar ist gut. Das braucht der Fritz. Fritz ist nämlich Fleischfresser, überzeugter. Und ich mach mal hier... Ach so, das ist so klein. Das habe ich gar nicht gesehen gerade. Ich sehe das hier überhaupt nicht. Ah ja, jetzt erahne ich es. Jetzt sieht es aus wie zarter Achselflaum, wenn man sich schon wieder 2 Tage nicht rasiert hat, auch die Farbe stimmt. Halt, da wollte ich ja was anderes hinmachen. So glaube ich mich zu erinnern. So, und wir müssen hier auch keine übertriebenen Felder machen. Das hier reicht ja schon, um uns zu ernähren. Und den Weg in der Mitte, ich weiß noch nicht genau. Vielleicht kann ich die Felder auch noch einen weitersetzen. Oder... Huch. Hallo, hallo. So. Da stimmt doch schon wieder was nicht. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alter, wie kann man eigentlich so bekloppt sein? So, ich springe gerade mal auf dem Feld rum. So wird's gemacht, liebe Freunde. Ich bin manchmal, also das verstehe ich manchmal nicht. Manchmal, ich habe das, man könnte meinen, ich bin manchmal verpeilt. Das täuscht natürlich nur. So, das müsste jetzt beides, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Gut, dann haue ich hier mal auch nochmal ein paar Samen hin. So, die meisten Fragen habe ich natürlich schon beantwortet. Was ist dein Lieblingsessen? Hat man auch schon 30 Mal, fragt die Nadja gerade. Das sind immer noch Pelmeni. Ich gucke nochmal ganz kurz rechts. Fällt es dir schwer, morgens, abends, wann immer du aufstehst, aufzustehen? Überhaupt nicht. Also aufstehen, ich bin eigentlich kein großer Liegenbleiber. Wenn ich wach bin, dann stehe ich eigentlich meistens sofort auf. Es sei denn natürlich, ich habe gerade nur 2, 3 Stunden geschlafen, dann bin ich echt ein schlechter Aufsteher. Morgen, hallo. So, das Feld haben wir und ich überlege jetzt immer noch, wie ich das hier mache, ob ich tatsächlich den Scheiß hier rausreißen soll. Ich bin nämlich, ehrlich gesagt, hiermit überhaupt nicht zufrieden. Mit der Entwicklung, die das genommen hat. So, das kann ich alles noch rausreißen. So,
Es tut mir leid, wenn ich hier gerade mal ein bisschen, wenn ich das mal ein bisschen alles kaputt mache hier wieder, aber naja, ihr wisst ja selber, da ist seit langem der Wurm drin, es ätzt mich die ganze Zeit schon an. Guck mich nicht so an. Ich reiß das jetzt hier ab. Gut, ich lasse das Evil Chicken gerade mal. Weißt du, Evil Jared von der Bloodhound Gang, das ist eine ganz laue Nummer. Wir haben Evil Chicken. Und dann picken die dich tot, Alter. Die picken dich tot. So. Okay, ja, das ist natürlich toll. So kann man es auch machen. Sieht ein bisschen open-airiger aus. Airiger. Open-airiger. Kommst du mal wieder mit aufs Open-Air-Konzert? So, dann mache ich den Kack hier auch mal gerade so. So, die Türen lasse ich aber drin, weil ich finde, die erfüllen total den Zweck von Türen. Nur die mache ich zu, weißt du? So. Für die haben wir... Doch, haben wir noch Platz im Inventar, aber... Für die nicht... Doch, für die auch noch? Was denn los? Ach ja, ich habe ausgemistet. So, sieht jetzt ein bisschen größer aus. Was mir persönlich übrigens besser gefällt gerade. Nur muss ich dann gucken. Ich würde dann hier oben... Da oben geht es ja dann mit der oberen Etage weiter, deswegen haben wir diese Abstufung da oben reingemacht. Die kann ich auch mal wegräumen. Womit ich jetzt gerade natürlich nicht ganz so happy bin, aber egal, wir werden mal gucken, wie wir das am besten machen. Und hier diese Seitenfenster, die kommen dann auch erstmal rausgeruppt. Der Einfachheit halber könnte ich doch aber... So, dann brauche ich da nochmal Steinziegelstufen. Boah, ich bin gerade ein bisschen froh, dass ich das mache. So, pass auf, das Fleisch kommt mal da rein. Mit dem Fleisch kann man natürlich lustige Sachen machen. Apropos. So. Friss! Oder zum Beispiel... Na, jetzt... Ach, der haut einfach ab. Na gut. Ich lass den mal ziehen. Ich mache jetzt mal keine doofen Sachen mit dem. Und dann habe ich natürlich die Fenster schon wieder rausgelegt, weil ich so schlau und vorausschauend bin. Jawohl, ich bin... Habe ich die rausgelegt oder sehe... Ach, ich sehe die nur einfach wieder nicht. Weil die einfach durchsichtig sind. Haha, witzig. So, dann haben wir hier quasi... Dann geht das so ein bisschen über... Und dann müsste man hier eigentlich sagen, okay, hier kommt dann noch so ein Holzbalken hin. Die Kuh steigt natürlich wieder aufs Dach, ist doch klar. Fichtenholz, ich brauche natürlich Eichenholz. Wo haben wir denn Eichenholz? Eichenholz, Eichenholz, Eichenholz. Alter, ich blick's hier einfach nicht mehr, diese kack unsortierten Kisten. So. Tschüss. Dann haben wir es nämlich wie auf der anderen Seite in so einen Holzübergang. Hätte ich eigentlich schon hierhin machen können, theoretisch. Praktisch natürlich auch, dann wäre der Vorraum ein bisschen kleiner geworden. Wenn ich da jetzt eins, zwei Fenster... Eins, zwei... Klappt nicht wirklich, glaube ich. Das Problem ist, die Treppen hier, kann ich die überhaupt großartig versetzen? Das kann ich ja, glaube ich, nicht mehr, weil da unten jetzt alles leer ist. Das heißt, ich muss mal gucken, wie genau ich das jetzt mache. Vielleicht lasse ich das tatsächlich einfach mal offen. So, Wolle 1, 2, Wolle 1, 2. Würde dann aber... Was würdest du im Falle... Hanna fragt gerade, was würdest du im Falle einer Apokalypse tun? Sterben. Höchstwahrscheinlich. Die Chance ist gut, dass ich sterben werde. Würde. So. Gibt es etwas in deiner Vergangenheit, was du bereust? Das kommt drauf an. Ich finde das immer so ein bisschen kompliziert oder das ist so eine Frage, die ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Denn im Grunde genommen wäre die, ist es ja immer so dieses Standard. Ich wäre, das habe ich glaube ich auch schon mal gehabt als Thema. Es wäre nicht so, wie es ist, wäre es damals nicht gewesen, wie es war. Kennst du ja Schlüsselkind, Cora E. und so weiter. Und
ich glaube tatsächlich... Was mache ich denn? Ich glaube tatsächlich, dass es okay ist. Vielleicht hat man einige Sachen gemacht, auf die man nicht stolz ist, die man gerne im Nachhinein anders gemacht hätte. Aber ich glaube schon, dass es okay ist, weil das sind alles Sachen, die einen dann doch irgendwie mal prägen, geprägt haben. Prägnant geworden sind. Vielleicht baue ich dann da einfach zu? Weil die Einzelfenster passen dann einfach gar nicht mehr. Boah, ich bin echt überfragt, wie ich das, wie ich das mache. Hm. Ich würde gerne die Ecken hier auffüllen. Ich bin momentan ein bisschen ratlos, merkt man bestimmt. Und ich kann hier natürlich, wenn ich die Treppen nicht versetzen kann, kann ich da natürlich auch nicht in diese Richtung bauen. Aber ich kann auch nicht vorne bauen, weil dann sieht das Haus von vorne klobig aus. Und ich würde auf jeden Fall dann gerne lieber von da aus in die Richtung bauen. Und dann muss ich gucken, wie ich die Treppen vielleicht doch anders mache. Sonst mache ich nur... Naja, nur eine Leiter ist auch scheiße eigentlich. Wenn ich nur eine Leiter mache, das ist, glaube ich, auch kacke. So, dann würde es da durchgehen. Ist vielleicht ein bisschen dekadent, aber ich glaube, es wird seinen Zweck erfüllen. Na, Alter, jetzt hier drauf. Hm. Ist vor allem gut so zu bauen, wenn man noch die ganzen Tiere da rumwursteln hat. Räusperte er sich. Dann gucke ich mal ganz kurz. Pass auf, hier haben wir wieder Eichenholz. Wenn ich jetzt Eichenholz hier an die Ecke mache, ist natürlich doof. Kann ich nicht machen, weil das dann den Gang verschmälert. Das heißt, ich müsste eigentlich in diese Richtung gehen. Dann haben wir das Dach, was da eigentlich noch rübergehen muss. Ich führe einfach erstmal diese Decke hier weiter. Beziehungsweise würde ich die tatsächlich sogar eher aus Slabs gerne weiterführen. Zwei Slabbity Slaps habe ich noch. Habe ich hier vielleicht noch? Da habe ich noch 16 Slabbity Slaps. Damit waren wir 18 Slabbity Slaps. Und hier haben wir 64 Holz. Nehme ich mal mit. Kann ja nicht schaden. Und 18 Slaps werden auf jeden Fall nicht reichen. Das heißt, wir werden uns ein paar neue generieren. Pass auf. Zack. Die 14 kommen wieder zurück. Dann nehmen wir die 44 da unten hin, was wieder nicht funktioniert, weil Minecraft da ein sehr merkwürdiges System hat, den größten Stack unten zu lassen. Und dann mache ich hier einfach mal so weiter. Da lasse ich es groß. Dann sieht das da noch aus, als wäre das da dran getreppt oder irgendwas. Wobei, nee, da mache ich dann lieber eine Treppe hin. Nicht einfach so einen fetten Block, sondern natürlich eine Treppe, damit es ein bisschen kleiner aussieht. So, Treppe haben wir noch 4. Das ist natürlich optimal. 4 ist die optimale Anzahl an Treppen, die wir hier haben wollen natürlich. 2, 3, 4. Siehst du, fehlt nämlich genau eine. Und hier können wir dann mit Slabs weitermachen. Zack, 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 zack. Und da müssen wir mal gucken. Entweder den Balken kann ich da nur weiterziehen.